Und hallihallo Leute, mein Name ist Gutgo und willkommen zurück zu Let's Play Together Donkey Kong Country 3 mit dem Story. Dem Story! Und wir sind kurz vorm Boss oder letzten Level? Oder aber eins, was viel wichtiger ist. Swaggy Show! Okay. Okay. Anscheinend doch nicht. Und jetzt kommen wir zum Schloss. Chaos, das immer mit K geschrieben werden muss. Ja, das ist wegen den Kremlings halt. Ja, ja, klar. Da haben sie nie. Wahrscheinlich konnten die einfach kein gutes Deutsch, aber. Ja, dann haben sie sich das als Ausrede zurechtgelegt. Ja, die fangen ja damit K an. Und. Und. Ja, sehen wir, was uns hier erwartet, würde ich sagen. Wie bitte? Wir sehen, was uns hier erwartet. Genau. Oh, okay. Ich dachte eigentlich, kommt schon was. Oh, der Roboter! Kong ist wieder da. Der Terminator ist zurück. Diesmal ist der Sieger Chaos. Achso, der Roboter ist die ganze Zeit Chaos? Wer hätte damit gerechnet? Ja, ich. Ja, aber nur weil du alles kennst. Und sein Kopf fliegt wieder davon. Oh no! What the fuck ist das für ein Gesicht? Guck mal, der wirft. Ja, aber guck dir den mal an, das sieht voll gruselig aus, wie so ein Auge an der Seite und dann so. Nee, ah nee! Ah jetzt! Ah, jetzt erkenne ich's auch. Das sieht ja noch schlimmer aus. Oh, der macht einen auf Disco Pogo irgendwie. Wo ist boah, war schwer. Hä, das war's schon? Spiel vorbei. Wo ist denn dem sein einer Kopf hingefallen? Spaß wünsche ich dir. Warum ich? Wo ist denn ja, eine? Weil einfach so, damit. Wo ist denn. Achso, ich kann gerade nichts machen, ich dachte schon. Ist das King K. Rool? Ja. Nur, dass er halt irgendwie ein Doktor ist. Oh nein, was hast du getan? Meine Frau bringt dich um! Der hat sich aber verändert. Junge, was ist mit dir passiert? Ich benutze alle ihre Töpfe und Pfannen, um ihn zu... Ja, okay. Und du hast ihn einfach so umgehauen! Ja, ich bin so ein Arsch, ich weiß. Boah, was für eine Story gerade. Wie eine Pyramide leerer Blechdosen, ne? King K. Rool, was ist mit dir passiert, Mann? Ja, mehr war er auch nicht. Was? Ich glaube, es sagt Dixie Kong, ich weiß es gar nicht. Ach so. Was? Hüte deine Zunge! Die da gerade so komisch zu Kitty rennt, weil den Chaos war für mich der Schlüssel zur Weltherrschaft. Ernsthaft? Doch ihr habt alles vermasselt. Juhu! Ihr kleinen Nervensägen werdet das bereuen. Ja, hat er erst bald mal. Ich rede lieber 2 Stunden lang. Nun, das ist wohl einfach nicht der Tag, oder? Dixie, die redet Konter. Nein. Mein Roboter ist in die Knie gegangen. Ja, wie oft will er das noch sagen? Macht das irgendwie Epic Mist? Vor langer Zeit, nein. Doch ich bin der wahre Meister. Ja, komm. Wie übertreibt. Niemand besiegt ungestraft meinen Roboter Chaos, denn ich bin King Edwin K. Rool. Nein, Achso, ich darf. Was ist aus ihm geworden? Er war ein Kapitän, er war furchterregend. Jetzt ist er. Das? Ja. Ich dachte, man muss. Kann sich auf jeden Fall ducken hier. Okay, ja, ich dachte, man muss auf seinen Kopf drauf. Ich finde, das wäre ziemlich langweilig, wenn ich das jetzt einfach so machen würde, ohne dass ich dich versuchen lasse. Ja, tut mir leid, ich dachte, man muss einfach nur auf seinen Kopf springen. Guck mal, was ist aus dem geworden, Mann? Der ist voll die Lachfigur geworden. Ich meine, wie gesagt, er war ein furchterregender Piratenkapitän. Nein. Man hatte Respekt vor dem und jetzt ist er so: Ich bin ein Professor, ich fliege von Seite zu Seite. Mehr kann ich nicht. Das ist traurig. Ja, im zweiten Teil war auch richtig schwierig, aber in dem Teil ist es halt irgendwie einfach. Ja, und guck mal so zum Beispiel. Oh, du hast mich getroffen. Keine Ahnung. Ich flieg mit meinem rosaroten Tütü durch die Welt geschickt. So. Oh, jetzt aber, jetzt. Jetzt wird er gemeingefährlich. Na, ja, sehr. Jetzt wird er. Jetzt. Das geht ja gar nicht. Er wird ja schon fast schwer. Ach, da kommt dein Fass dann runter. Nee, doch nicht. Ah, ich wollte schon fragen, wie das fast dann kommt. Ein bisschen brutal. Boah, das ist ja. Das muss aber eigentlich FSK 18 sein, das geht ja gar nicht. Ja, ich muss doch richtig sehen, wie beim elektrischen Stuhl, wenn die Leute, wenn die ganze Körperflüssigkeit aus den Augen läuft. Und die Augen rausploppen. Wusstest du, dass man deswegen auch die Augen verbunden hat damals? Damit ja, die nicht rausploppen, wenn die auf dem elektrischen Stuhl waren. Ja, man hat einen Film gesehen, man ist wirklich. Na gut. Oh, jetzt bewegt sich. Also, der wird ja immer gemeingefährlicher, der Junge. Richtig krank, Mann. Das richtig ist krank. Donkey Kong mit Saw kombiniert. Irgendwann geht so ein Tape los. Irgendwann geht so ein Tape los. Hallo, Donkey Kong. Ich möchte ein Spiel mit dir spielen, obwohl Donkey Kong gar nicht dabei ist, aber das juckt ja keinen.
Zählen, nämlich die sagen ja auch Kongs. Die sagen ja auch alle irgendwie Kongs zu den Affen. Ja, einer hat doch mal den Namen wenigstens gesagt. Ja, stimmt, ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das war der hier in der letzten Welt oder sowas. Ja. Ich glaube, das war schon ein bisschen vorher. Ah, nee, das war der in dem Weihnachtsdings, glaube ich. Ja, genau. Schon ein bisschen vorher, in der vorletzten Welt. Der hat irgendwie einen IQ von über 20. Und BEAM! Aber er hält trotzdem einiges aus, muss man sagen. Ich meine, das waren jetzt schon 6 Treffer, glaube ich. 3, 4, ja, wobei man sagen muss, dass die Elektro-Treffer ganz schön krass sind. Ja, eben! Ach Quatsch, das ist der falsche Hebel. Oh, jetzt machen die auch noch so einen auf Kurzangriff. Oh, da muss man sich ja beeilen. Und auch noch das. Oh Gott, das geht ja gar nicht. Ich würde sagen noch. Oh, da musst du auch noch richtig drin. Ah, okay, nein, er bleibt lang. Nee, ist das eigentlich. Der kannst du eigentlich nicht verkacken. Ja, wollte ich gerade sagen, der bleibt lang genug unten, weil das wäre sonst echt hart. Oh Gott. Hätte ich gewusst, wie er funktioniert, hätte ich ihn gemacht und geschafft. Keine Frage. Okay, das war jetzt doof. So, aber man muss auch aufpassen, wenn das Fass runterkommt, das wird halt zerstört vom Blitz, wenn man. Oh. Ja. Oder wenn man sowas macht. Jetzt macht's der Stu schon interessanter. Setz die Wetten! Wird er gewinnen oder nicht? Der lebt immer noch. Noch ist nicht vorbei. Noch stehen alle Wetten offen. Ja, warte. Vor allem, weil du nur einen Schlag aushält von irgendwas und King Karul anscheinend auch. Ich mag ihn so nicht. Ich sag's gerade die ganze Zeit, ich weiß, aber. Das ist auch der Grund, warum viele den dritten nicht so mögen. Ja, das Spiel an sich ist gut oder okay, aber das ist nicht King Karul für mich. Was? Er ist da durchgebrochen und wir haben gewonnen? Ja, es gibt ja noch die extra Welt, ne? Oh, und da ist ein Roboterkörper und. Mein Kopf! Was war los? Wo bin ich? Ich bin Didi! Das war Donkey Kong, du Held! Achso, kommt rein. Von einem Minute auf die. Die waren in dem Roboterkörper? Andere verwandelte ich mich plötzlich in einen. Nein! Nein! Nur so vor kraftschotzenden Ehren! Ihr wollt mir sagen, dass die da drin waren und Chaos waren? Doch, du hast dich auch ohne uns beachtlich geschlagen! Ich bin beeindruckt! Die Synchronisation ist voll scheiße! Ja! Vor dieser Leistung wurde sogar Cranky den Hut ziehen. Naja. Ja, vor allem. Ich! Niemals! Jetzt wirft er uns noch ab, oder wie? Alle? Okay. Ah, nee, Moment, das ist. Was ist denn hier bei uns los eigentlich? Okay, du gehst hier entlang, Kitty. Ich nehme den anderen Weg. Du würdest doch nie einen alten Brillenträger hauen, oder? Die verprügeln ihn einfach! Ja, Schubskreis. Fotoalbum? Grässliche Kremlings. Ganz oben. Good go. Nein. Oh, das sieht doch gar nicht so grässlich aus. Guck mal, da läuft's rum. Ich und meine Arbeit, die macht mir so Spaß. Ja eben, der hat doch nur seinen Job gemacht in den Lagerregalen. Okay, die waren schon ein bisschen. Die waren ein bisschen, wie soll ich sagen? Vor allem die nicht gesprungen sind. Die Recoil! Dieses Wortspiel! Entschuldigung, du wolltest was sagen. Knocker. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube die Gegner lassen wir lieber unkommentiert, diese Springenden. Ja. Clasp. Okay. Ja, spannenden Namen. Ja, total, sie waren wieder fantasievoll. Boah, guck mal, wie schnell der läuft. Und er heißt Crimp! Oh mein Gott! Dieser Name! Und er heißt. Arsch. Nee, keine Ahnung. Crumple. Wegen Muskeln, dann heißt man Crumple. Also, ich glaube, in dem Part passiert nicht mehr so viel. Geht das so lange? Ja. Kopcha. Die brauchen ja für jeden Gegner Stunden. Ja, schon. Der hat eigentlich auch den besten Job der Welt, die ganze Zeit noch hin und her und auszurutschen. Ich frag mich, was deine Bewerbung drinstehen muss. Ich meine, guck dir den an, der hat wirklich den geilen Job, in der Bazooka dazustehen und rumzuballern. Ja, er auch. Hier, guck mal, der wirft auch die ganze Zeit nur Bomben irgendwie. Von wie viele der drin hat, das passt gar nicht. Der in dem Felsen ist ein Loch und da sind die ganzen Bomben drin. Oh. Obwohl, der ging ja noch. Coindoser müsste da heißen, oder? Nein, der war Coin, die anderen waren Coindoser. Ah. Die anderen. Die. Hä? Ja. Spoiler. Ja, wollte gerade sagen, Gegner, die nie vorkamen, Captain Cloud. So, Gegner, die es nicht ins Spiel geschafft haben. Ja, die Gegner, die einfach nur zu schwach waren. Harte Jungs GmbH. Ja.
Ja! Ja! Ja, genau! Harte Jungs GmbH, die Ratte. Ratfatz ist ja auch der stärkste Pokémon im Spiel, ne? Boah! Schaut euch diese Muskeln an, dieses Sixpack! Ja, der trainiert jeden Tag 4 Stunden, hab ich gehört. Yannick, komm bitte, bitte, da steht Yannick dran. Jetzt werden wir leider erfahren, wer wirklich heißt. Nein! Bristles! Okay, wir bleiben bei Yannick, ganz ehrlich. Yannick, ja. Ich meine, wer will schon Bristles heißen? Nit. Na, nit, ja. Spannend. Kinderpinguin. Schmack im Fuck. Lengui, was? Meinte der gerade eine Frisur? Ne. Okay, ich weiß, was auch immer der da macht auf einmal. Zum Akak versteckst du oder sowas? Minky! Akak versteckst du. Oh, jetzt kommt eine Alliteration. Der Fieslinge! Ja, stimmt, wieder eine Alliteration. Mhm. Kettensägen-Massaker. Buzz Lightyear! Nein. Der Gegner kam auch nur einmal vor bis jetzt. Swoopy! Also die Namen. Das muss denen echt Spaß gemacht haben, sich die Namen auszudenken. Turkey! Nein. Fatty. Booty Bird. Booty. Au. Oh. Ja. Ja, tut uns leid für das langweilige Outro, aber das haben wir jetzt nicht ausgewählt. Oh Gott, die will ich gar nicht sehen. Wasserwichte, Acceleration des Grauens. Im Hintergrund oder so. Wie sollen die schon heißen? Clownfische? Coco, was? Coco Wai. Und jetzt lag's, warum auch immer, aber... Naja. Die Wasserlevel. Ja, ich sag nur das eine. Weißt du, welches ich mein? Röhrchen. Das Extreme Luck Wasserlevel. Das Wasserlevel, wo wir so freundlich begrüßt wurden. Ja, das war das Erste. Und du denkst, was? Aber ich meinte eher das, wo wir die ganze Zeit dachten, wir sterben und irgendwie sind wir nicht gestorben. Bounty Bass. Oh yeah. Ah, oh, es sind so viele. Oh. Ich meine, bei den anderen Dokumenten haben sie einfach nur in der Liste die erwähnt und so bei den... Ja, da kamen die vorbeigelaufen, aber denen hier wird erstmal ein 10-Stunden-Film gezeigt. Toll! Ein gelber anstatt ein roter, dem muss man gleich einen anderen Namen geben, ne? Nur weil der wahrscheinlich... Das war der, wo es Licht gegeben hat, oder? Ober, miese Ober... Oh, ich hab mich gerade verlesen. Ach nee, Stu, das geht gar nicht. Weil die sehen voll gruselig aus, die sind nämlich so 3D, diese Bilder. Welcher? Also ist die... Siebte Sirene, die hier vorbeifährt, was ist denn heute los? Arich. Sie sehen so gruselig aus. Ja, total. Aber die Bosse haben sie geile Bilder gemacht, nicht nur einfach so gezeigt. Ja, außer mit dem. Squirt. Ja, da ist ja schon der Name hier, so eine Katastrophe. Was erwartest du da? Chaos! Ja, das wussten wir. Aber dass die mit Chaos noch so, ich sag mal, in Anführungszeichen einen Plot gemacht haben. In dem ja, ein richtiger Plot. Dem seine Augen. Hintergrundendgegner. Also, dem seine Augen sind schon creepy. Ja. Alter. Barboss. Rau, rau, rau. Der voll den Schmollmund. Jetzt kommt noch die Enttäuschung des Jahrhunderts. Er hat keinen Namen. Was versucht er da? Rumspasten! Ach, der hat die Fotos gemacht. Ach, warte mal, Baron Karulenstein, das ist jemand anders. Nee, ich glaube, also es gab immer viele Leute, die gesagt haben, das ist jemand anders, aber ich habe das immer verneint. Ich weiß es nicht, ob das jetzt, wer das jetzt wirklich sein soll, ob das ist. Ja, so wie ich wusste, deswegen hat es mich verwirrt, dass du vorhin auch gemeint hast, das wäre er. Also ich weiß es ja nicht. Ich habe nur mal von einem Kumpel gehört, dass es anscheinend sein Nachfahre ist. Ja, ich finde es halt komisch, weil, weißt du, die Bösen in dem Spiel sind ja die Kremlings. Und in Donkey Kong 64, der chronologisch nach Donkey Kong Country 3 spielt, ist halt auch King Key Rule, also der König wieder. Was aber seltsam ist, weil im zweiten Teil ist er ja auch tot. Und du kämpfst ja gegen seinen Geist. Nicht wahr? Geist?
Oder nicht? Ja, nee, es ist doch der Captain. So, ich weiß nicht. Naja, keine Ahnung. Das sind Fragen über Fragen. Die Brüder Bär. Oh mein Gott, was ist denn für eine Fresse, der Rechte? Der ist so attraktiv, das gibt's gar nicht. Ich hab mich verliebt. Ich hab mich neu verliebt. Alter, guck dir die Spacken mal an. Barnacle war der schönste Mann, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Bazooka, oh yeah. Du war der Depressive, oder? Den wir eine Bowlingkugel geschenkt haben. Ja. Dass du dann ja auf einmal nicht mehr wolltest, sagen wir es so. Also irgendwie war das ein bisschen komisch. Aber keiner von denen guckt glücklich. Ja, okay, außer Barter, der guckt so, hey, du, heute Abend bei mir. Björn sind wir nie begegnet. Boomer sind wir auch noch nicht begegnet. Oh mein Gott. Kolossale Kongs. Oh, jetzt geht's los. Jetzt passt auf, macht euch bereit. Yo, Baby, was los? Ich bin so zugedrückt. Ich glaube, der Hammer fliegt mir gleich in die Fresse. Danke, Kong. Oh, unser Swaggy! Aber die fällt da gleich durch, Mann. Swanky war der großartige. Die Show war so kacke. Ja. Oh yeah, oh yeah. To the right. Okay, ich hab's eigentlich andersrum sagen müssen. Egal. No, ich bin so alt, ich glaube, ich sterb bald. Ich glaube, ich mach so einen Bonuspart, wo man die ganze Zeit nur sieht und dann muss man mit ihr tanzen oder so. Ja, so Just Dance. What the fuck? War das gerade im Hintergrund? Ja, ich hab. Bei mir war es auch verbuggt. Nein, da war ein Viech oder so auf einmal. Guck mal, das ist Coco! Yeah! Ja, okay. Ich war wirklich so, glaube ich. Ich mit so einer riesen Wurstfingerhand. Alter, guck dir mal die Hand an. Der Arm ist halt... Ich hab die längsten Finger von mir und all meinen Freunden. Also. Das ist wirklich so. Irgendwie. Ja, klar. Slack. Ob das wirklich geht in dem Level? Ja, das Level gibt's gar nicht, das ist ja das Lustige. Und dann stürze ich dich einfach in den Tod, wie im Spiel eben. Ja. Oh Gott, oh. Also, das muss man jetzt wirklich nicht mehr sehen. Warum, was kommt jetzt noch? Außer verbuggt. Oh was? Nee, kann man das überspringen? Nein. Aber das werden wir euch nicht antun. Wir beenden hier nämlich... Oh, boah, geile Musik. Oh yeah. Okay, aber wir beenden hier den Part. Ich sage nur noch, mein Name ist Gutko! Mein Name ist Dewey. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Das ist natürlich nicht der letzte Part, also bitte. Das wäre ja gelacht. Das wäre doch gelacht und gemacht und gesagt. Deswegen bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.